Ich hatte vorher gesagt, dass es eventuell ein Geduldsspiel wird, dass die schnellen Tore waren natürlich dann Brustlöser und dann haben sie es auch gut gemacht tatsächlich, dass sie weitergespielt haben aufs Tor und dann auch 11 Tore geschossen haben und das war gut und das habe ich in der Halbzeit gesagt, als es glaube ich 5-1 stand, habe ich gesagt, ihr habt hier heute die Chance in der zweiten Halbzeit den ganzen Frust aus den letzten Wochen euch wegzuschießen, wegzulaufen, Tore zu schießen, um dann am Dienstag gegen Viktoria mit mächtig Selbstvertrauen hier aufzutreten und das haben sie dann letztendlich gut umgesetzt, ja. Also zufrieden mit der Leistung bin ich ganz und gar nicht, überhaupt nicht. Aber das schuldet auch dieser ganzen Situation. Wir konnten über der Woche kaum trainieren. Ein normales Training findet im Moment jetzt fast gar nicht mehr statt. Und da sieht man das heute auch, spiegelt sich so eine Leistung hier auf dem Platz wieder. Ja, ich denke, das war sehr wichtig fürs Selbstvertrauen. Wir haben 4-mal auf den Sack bekommen, wirklich nicht gut gespielt. Fehler gemacht, die wir heute auch wieder teilweise gemacht haben. Aber es wurde halt nicht so ausgenutzt wie die letzten Spiele. Es war definitiv wichtig, hier zu gewinnen und auch mal hoch zu gewinnen. Dass wir wie immer fair waren, das kann ich positiv mitnehmen. Dass die Spieler sich nicht untereinander zerrissen haben. Aber sonst kann ich dem nichts Positives abgewinnen. Wie gesagt, außer das Tor. Na? Ja, sehr gut. Also bringt Spaß, so viele Tore in einem Spiel zu schießen. Ja, hätte noch 2 mehr machen müssen, ne? Also das ist schon überragend gewesen. Vor allen Dingen ist es natürlich überragend bei Pascal, dass er immer wieder aufs Tor schießen will und immer wieder die Chancen sucht. Der hat also heute schon ein überragendes Spiel gemacht, weil 9 Tore, egal gegen welchen Gegner, musst du erstmal schießen. Und er ist, wie man so schön sagt, torgeil. Und das hat er heute wieder unter Beweis gestellt. Und das war eine richtig gute Leistung, ja.